Willkommen aus München, wo wir uns wieder mit Wireless Charging beschäftigen. Wir haben es euch bei schon IKEA gezeigt, auch mit dem Samsung Galaxy S6 oder dem LG G4, das eine Zusatzhülle braucht, genauso wie bei Apple. Nun hat mir eine taiwanesische Firma ein Produkt zugeschickt, mit dem es ein bisschen leichter sein soll, nochmal Wireless Charging zu benutzen, weil man kann es auch normal anstecken zum Laden oder zum einfachen Datenübertragen und über Lightning. Normalerweise die ganzen Adapter benutzen einfach eine Hülle mit einem Stecker unten dran und aus der Hülle kriegt man das Handy meistens nicht mehr so leicht raus, wie auch bei den IKEA-Hüllen, die 15 bis 20 Euro kosten. Mir hat Fusion jetzt eine Hülle geschickt, die schaut so aus zu dem Apple iPhone 6 Plus in Schwarz, das passt hier wunderbar, es gibt es natürlich in entsprechenden Farben dann auch immer zu kaufen, das auch mit zusätzlichen Funktionen benutzt werden kann, wie zum Beispiel in Asien gibt es so Metrokarten, die könnte man hier reinlegen und dann braucht man die auch nicht extra in einem Portemonnaie noch mit dabei haben. Also hier das Fusion für 6 Plus mit der Produktbezeichnung hier WIR50, funktioniert nicht nur mit dem Qualcomm Standard, sondern auch mit anderen wie dem PMA Standard und kann bis zu 1,4 Ampere über 5 Volt übertragen, das ist ziemlich viel. Denn zum Beispiel hier bei dem iPhone 6 haben wir einen 1900 mAh Akku, der dann entsprechend in weniger als 1,5 Stunden schon aufgeladen werden kann, hier mit dem extra schnellen Fusion-System. Hier können wir übrigens auch den Receiver noch updaten mit bis zu 2 Ampere. Anscheinend gibt es auch noch Möglichkeiten, das seht ihr hier auf der Seite, dass das Ganze wirklich sehr dünn ist und dann entsprechend hier auch noch wirklich mit anderen Funktionen verwendet werden kann, wie zum Beispiel auch, dass wir über 10 Watt dann in der Zukunft aufladen können und dass wir natürlich das Ganze mit Lightning hier benutzen, also nicht nur mit den iPhones verwendbar, sondern auch mit den iPads. Und den iPod Touches natürlich, die dürfen wir nicht vergessen. Also hier, ich habe das noch nicht ausgepackt, hier für das normale iPhone schon ausgepackt in weiß. So schaut das aus, ihr habt drin dann noch eine kleine Bedienungsanleitung, die Rückseite hier nochmal der Wirkungsstand und ein paar technische Daten. Falls ihr lesen wollt, könnt ihr einfach das Video anhalten, die ist bei den kleinen und bei den großen natürlich genau das gleiche. Und bis zu 1 cm weit könnt ihr auch von eurem Wireless Charger gleich weg sein. So schaut das Ganze aus, also einfach hier aus der Hülle den Adapter rausnehmen und die Hülle sieht dann so aus, also hier natürlich kommt dann entsprechend der Wireless Charger rein, hier oben der Platz für diese Metrokarte, die ich gerade erwähnt habe, die gibt es in Asien öfter, natürlich für die Kamera eine kleine Auswölbung und dann sonst hier auch noch natürlich Platz für die Tasten. Das iPhone einfach nehmen, hier unten am besten reinschieben, dass es zuerst mal unten passt und dann hier oben dann auch noch einfach draufdrücken, wunderbar. Das Ganze aus Plastik, das aber nicht allzu leicht brechen wird, mit einer schönen Oberfläche und ihr könnt auch sehen, hier würde man das iPhone sogar noch ablesen können, aber das Logo sieht man nicht mehr. Ansonsten hier bei der Kamera und bei den Blitz weitaus genug Platz. Was ihr jetzt hier seht, hier der Lightning-Anschluss und dann hier entsprechend nochmal ein paar technische Daten. Das ist dann einfach hier so zum Reinschieben gedacht. Geht dann auch wirklich wunderbar einfach und schon haben wir unser Wireless Charging hier in dem iPhone drin. Wie ihr vorne noch sehen könnt, hier kommt der Sound dann entsprechend noch raus und das Mikrofon kann auch wunderbar verwendet werden und das Ganze bleibt wirklich schön dünn. Ich kann es nochmal im Vergleich zum normalen iPhone zeigen. Das ist nicht viel dicker und auch nicht viel hässlicher, könnte man sagen, jetzt hier, wenn man es negativ ausdrücken will und funktioniert ganz einfach auf der Rückseite nochmal. Hier steht nichts Besonderes drauf, ein bisschen ist was eingraviert, aber ansonsten wirklich sehr einfach zu benutzen. Was mir jetzt allerdings nicht gefällt, ist, in der Verpackung liegt nichts bei, zum Beispiel, dass ich den Kopfhörer jetzt nochmal verwenden könnte. Ich komme hier nämlich mit den ganzen normalen Standard so Klinkenkopfsteckern dran, die über die Seite gehen, nicht dran, weil das wirklich relativ weit ist. Und einen so einen kleinen Adapter, wer hätte ich schon noch gerne, den habe ich jetzt zum Beispiel von meinem Mophie hier genommen. Das müssten wir uns separat noch kaufen, dass wir selber auch noch, falls wir nicht Lightning benutzen, dann hier entsprechend trotzdem noch drankommen mit so einem Adapter. Den hätte ich gerne bei Fusion noch mit dabei, beziehungsweise werde ich den Product Manager noch auf jeden Fall sagen, dass sie sowas hier nicht vergessen sollten, noch beizulegen, wobei das dann hier auch das Design ein bisschen leider wieder stört, weil das sich nach vorne hier dann abwölbt. Genau, das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt ganz einfach. Wie ihr sehen könnt, das iPhone ist an. Ich kann es kurz anmachen, es lädt nicht, aber Bluetooth ist an. Und ich habe hier so einen Wireless Charger, der ist ohne Kabel, also eigentlich ein externer Akku. Gibt es aber auch als normalen Standard Wireless Charger von IKEA und von anderen Firmen. Wie ihr sehen könnt, der ist geladen. Ich kann es mal kurz anmachen. Hier unten ist so eine blaue LED, die wird leuchten, wenn ich das hier drauflege. Mache ich jetzt einfach und dann sollte das hier auch anfangen zu laden, sobald ich das ungefähr auf die richtige Stelle lege. Ist nicht immer ganz so einfach für mich. Dann macht es kurz Piep und es fängt an zu laden. Das iPhone müsste mir das auch zeigen.
weil man es ein paar Sekunden auf der richtigen Stelle liegen haben muss, damit das hier dann auch anfängt. Das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. Vorhin hat es nämlich wunderbar geklappt, also einfach nehmen, dranlegen, es macht Piep und es fängt an zu laden. Im Idealfall. So, genau. Das war es entsprechend auch schon. Den Link zu dem Produkt findet ihr unten hier in der Beschreibung. In meinem englischen Video zeige ich euch das Ganze nochmal genauso, aber auch noch mit einem iPad. Finanziellen Schotter, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren für den Fusion Wireless Charger.